Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Empire. Und Leute, aus mir ist ein richtiger Hodor geworden. Wartet ab, ich zoome raus und dann werdet ihr es sehen. Ab sofort bin ich wirklich der riesige Hodor. Guckt euch das einfach mal an, wie groß ich geworden bin. Meine lieben Freunde, es gab ein kleines Mod-Update. Wir haben ein paar neue Mods auf dem Server draufgehauen, die unter anderem jetzt erlauben, dass wir unseren Charakter von den Größen her und so umändern konnten. Und ich habe mir jetzt gedacht, Hodor ist ein Riese, ja. Und dann machen wir aus dem auch mal wirklich einen Riesen. Ich bin einfach echt ein Riese jetzt. Ich find's auf jeden Fall ziemlich geil. Und ich glaube, so kann das auch bleiben. Finde ich eine coole Sache. Ich bin mal gespannt, wie die anderen reagieren, wenn die Hodor sehen. Es ist echt übel, ey. Auf jeden Fall, wir haben ja gestern einen Livestream gehabt. Und es waren echt wieder eine Menge Leute da. Kurze Info, heute wird's auch wieder einen Livestream geben. Aber der wird, glaube ich, frühestens ab 16 Uhr am Start sein, denn heute habe ich ein bisschen was zu tun wegen Vorproduzieren und allem drum und dran. Und da muss ich eine Menge machen. Und wenn das dann fertig ist, dann können wir loslegen. Backt der hier rein? Nee, der geht da drunter durch. Okay. Auf jeden Fall, ich muss heute Videos vorproduzieren und deswegen kann es sein, dass der Stream heute etwas später startet. Da oben ist Mofuk. Okay, sehr schön. Ja, was ist alles passiert? Also, erstmal, Revi hat irgendwie jetzt Mo und Petrit bei uns aufgenommen, was ich als einen riesen Fehler sehe. Denn ich glaube, mit den beiden, das wird nur Ärger geben. Das hat gestern schon angefangen. Ich traue den beiden auch nicht so ganz. Ich glaube, dass sie irgendwas im Schilde führen. Also, ich bin da echt super, super misstrauisch und bin eigentlich dafür, dass wir die beiden nicht in unseren Clan aufnehmen, weil die eh nur für Ärger sorgen werden. Die haben gestern schon die ganze Zeit wieder Worte gegeben und nicht getan, was sie sollten und alles. Und deswegen denke ich, ich muss eben erstmal kurz das Inventar aussortieren. Deswegen denke ich nicht, dass sie gut bei uns in der Gilde aufgehoben sind. Oder eher gesagt im Clan. Vor allen Dingen auch unser Kistenlager. Das haben die mega, mega unordentlich gemacht. Ja, also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll von der ganzen Aktion. Also, gut. Naja, gefragt wurde ich sowieso nicht von Revi. Also ist mir das auch erstmal eher Latte im Moment. Wenn mir das zu doof wird, dann werde ich meine Sachen packen und gehen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich möchte nicht dabei sein, wenn die Jungs hier irgendwie dann durchdrehen und alles kaputt machen oder so. Ich vertraue denen einfach nicht. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, die werden auf jeden Fall Revi in den Rücken fallen. Und dann soll er den Frust auf jeden Fall nicht an mir auslassen. Revi hingegen hat sich irgendwie so ein bisschen beruhigt gestern. Der war auf einmal plötzlich ganz normal. Der wollte plötzlich keinen Krieg mehr. Ich werde ihn aber trotzdem weiterhin im Auge behalten, Leute, weil ich immer noch die Vermutung habe, dass da irgendwie schwarze Magie oder so im Spiel ist. Ich habe echt keinen Plan. So, zack. Oh, Entschuldigung, Hühner. Wollte ich nicht mit... Oh, tut mir leid. Hier, guckt euch das mal an. Hier wird einfach alles in die Kisten geschmissen, ja? Ich weiß nicht, wer das ist von diesen Deppen. Aber auf jeden Fall mega, mega nervige Sache. So, von hier aus kann ich die Hühner auf jeden Fall gut füttern. Hodor kann das richtig gut. Dadurch, dass er so groß ist, steht er hier einfach dran und kann dann die Hühner füttern. Finde ich eine saugeile Sache auf jeden Fall. So, dann nehmen wir das hier erstmal mit und gucken, dass wir erstmal die Sachen noch ein bisschen in die Kisten einräumen, weil das soll auf jeden Fall auch noch erledigt werden. Da. Zack, zack, zack. Das kann da rein, das kann hier rein. Dann haben wir hier noch ein bisschen hier so Seed-Kram, ne? Den können wir auch noch reinschmeißen. Hier das Auge nicht. Das meine ich halt hier, ne? Hier sind Slime-Balls drin. Hier wird einfach alles kreuz und quer eingeräumt. Das ist echt eine reine Katastrophe. Also ich weiß nicht, wer das von den Idioten ist, der hier die ganze Zeit die Kisten so einräumt. Aber ich muss ehrlich sagen, die Motivation, jetzt nochmal für Ordnung zu sorgen, die ist bei mir auf null gesunken. Weil das einfach echt so unordentlich mittlerweile ist. Ich weiß nicht, wer von den Dudes das war. So, dann schmeißen wir jetzt hier die Eier erstmal. Zack, zack. Leider kein Huhn rausgekommen. Ist aber auch egal. So, dann würde ich sagen, ernten wir mal das ganze Getreide. Ey, das ist total ungewohnt, wenn man so riesig ist, ja. Aber ich finde es mega cool. Ihr könnt ja auch einfach mal euer Feedback schreiben, ob ihr findet, dass das jetzt hier endlich mal ein wahrer Hodor ist, ja, den ich hier erstellt habe. Ich finde schon. Ey, ich glaube, Revi wird voll ausrasten, wenn er das sieht. Er wird auch denken, Junge, was geht jetzt ab? Kevin ist einfach so ein mega Riese. So, zack, zack, zack. Dann hauen wir das hier auch nochmal alles rein. So, dann nehmen wir das alles mal mit hier. Zack, zack. So. Und dann können wir hier unten nochmal das ganze Getreide mitnehmen. Dann können wir nämlich die Kühe gleich füttern. Und dann machen wir uns mal unten auf den Weg zur Gebetsstätte. Meine lieben Freunde, Holzi ist Der kann einfach... LOL! Der kann einfach da drüber laufen, wenn er schnell genug ist.
WTF, habt ihr das gesehen? Ich bin jetzt zweimal hier drüber einfach gelaufen. Kann ich da irgendwie im Sneaken? Nee. Dann muss ich das so machen. Ja, das ist natürlich der Nachteil von Hodor, ne? Der kann natürlich nicht in so tiefe Räume reingehen. Da müssen die Decken auf jeden Fall angepasst werden. Da muss ich Revi aber mal Bescheid geben, dass hier definitiv ein bisschen mehr Höhe gedacht werden muss für Hodor, ja, weil der nämlich jetzt keinen Platz mehr hier in den Räumen hat. So, zack, zack, zack. So, sehr schön. Betten für Gäste des Hammerclans. Okay, Gäste des Hammerclans. Ich hoffe natürlich nicht für die beiden Lappen da, die eh nur für Ärger sorgen. So, dann füttern wir mal die Kühe, damit wir da ein bisschen mehr rausbekommen und auch mal ordentlich Fleisch dann jetzt hier in Kürze am Start haben. Das ist auch ganz wichtig. So, ja, Hodor ist am Start hier. Hodor kümmert sich um euch, meine Süßen. Hodor füttert euch jetzt schön hier mit Futter. Ja, keine Sorge. Kevin macht das schon hier. So, dann füttern wir nämlich schnell die Kühe und dann können wir gleich uns an der Arbeit machen. Und dann schlachte ich die nachher schön, die Kühe. Dann gibt es wieder schön ein bisschen Fleisch für Hodor. Denn Hodor vermisst sein Fleisch schon mittlerweile. Ja, kann ja nicht die ganze Zeit immer nur hier von Melonen leben. Das ist auf Dauer auch nicht lecker. So, zack. Sehr schön. Mofuk, wie geht's dir? Alles bestens? Okay, sehr schön. Gut, dann werde ich mich jetzt erstmal auf den Weg nach unten machen. Erstmal schnell. Was denn nicht so knurren, Mofuk? Willst du auch eine Melone oder was ist los? Hm? Hast du auch Hunger? Hier hast du... Oh, Entschuldigung. So, da hast du auch eine Melone. Lass dir schmecken, Mofuk. So, dann gehen wir mal jetzt weiter. Dann gucken wir jetzt mal eben ganz kurz, dass wir ein bisschen Holz organisieren. Denn wir müssen ja auf jeden Fall an unserer Gebetsstätte auch weiterarbeiten. Ja. Oh, Mofuk, Mensch, lass dir schmecken, mein Freund. Der ist auf jeden Fall da oben gut beschäftigt und gut versorgt. Der lässt sich gut gehen hier, der Mofuk. So, und hier haben wir auf jeden Fall nochmal ordentlich Holz am Start. Dann habe ich hier noch so ein bisschen, ja, gedroppte Sachen. Eigentlich sollten hier die Monster-Drops rein. Hier fliegt jetzt mittlerweile alles drin rum, ja. Also, hier, gestern auch. Ich sag noch, hier, die Schlammbälle sollen nicht rausgenommen werden. Wer nimmt sie raus? Mo. Und erzählt mir, er hätte sie nicht genommen. Was für ein Holzkopf, ey. So, dann, schmeißen wir den Rest in den Müll, würde ich sagen. Also mit den Sachen, wo ich nichts mehr anfangen könnte. Das Getreide hätten wir eigentlich oben noch in die Kiste bei den Kühen packen können. Das machen wir mal gleich eben noch, bevor ich abhaue. So, aber dann schmeißen wir jetzt erstmal den Müll weg hier. So, das kann erstmal weg, zack. Dann kann das hier weg, zack, ja. Die Leitern können weg. So, zack, sehr schön. Und dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg nach unten. Ich zeige euch nämlich jetzt mal eben, was wir gestern so im Livestream alles noch getan haben. Ich habe ja gestern Holzi aus dem Baum geschlagen, aus dem heiligen Baum der Donnerfeste. Und Holzi befindet sich jetzt in dem Schrein hier. Das ist ja unser Gebetsschrein, der muss noch weiter gebaut werden. Und hier seht ihr es, Holzi, wir müssen kurz zu ihm beten. So, sehr schön. Und hier haben wir dann auch noch die gelbe Blume. Da ich ja sehr tolerant bin und den Gott von Balui und Bassi akzeptiere, bete ich auch noch kurz einmal zur Blume hier. So, sehr schön. Und dann können wir uns hier auf den Weg zurück machen nämlich. Und dann werden wir hier weiter abbauen. Ich muss nur ganz kurz mir eine Spitzhacke craften. Wir haben ja zum Glück hier hinten noch eine Werkbank, die habe ich hier stehen lassen. Übrigens, was haltet ihr von diesen Fackelhalterungen? Ich finde die ziemlich geil. Gestern im Livestream auf die Idee gekommen, das mal so zu probieren. Und dann hat es funktioniert mit den Sticks. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Also Balui sagte auch, er findet, die sehen echt ziemlich stylisch aus. Ja, finde ich auch. So, dann bauen wir nämlich jetzt hier schön ab. Zack, zack, zack. So, und dann kommt hier nämlich jetzt Holz hin erstmal. Damit wir hier so einen schönen Übergang haben. Ich wollte hier nur eigentlich Holztreppen gerne hinmachen. Und hier müssen wir nochmal so Stein machen, weil hier soll der Eingang halt quasi kommen. So. Ja, komm, wir machen einfach hier mit normalem Holz. Das ist auch in Ordnung. So. Ja, und dann müssen wir hier noch die Zäune dran machen. So, zack. Oh, hier haben wir jetzt halt nur leider keinen Stein. Dann setze ich da erstmal so einen Cobblestone rein. So, genau. Und dann ist die Brücke nämlich hier hinten so gut wie fertig auch. Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich geil aus. Wir müssen jetzt nur noch die Brücke der Freundschaft quasi hier rüber bauen, ja. Aber so sieht das doch schon mal ganz geil aus. Ich finde es richtig, richtig gut. Und es entwickelt sich hier alles echt sehr, sehr schön. Wir müssen nur mal schauen, was wir noch alles bauen. Ja, hier hinten sollen noch die drei anderen Schreine für die anderen Götter hin. Ja, hier soll ein Schrein hin, hier soll einer hin und da soll einer hin. Hier ist dann quasi die Gebetsecke des Hammerclans. Und inmitten der Gebetsstätte ist halt Holzi, ja, der allerheiligste Gott. Und, ja,
Das läuft schon mal ziemlich, ziemlich gut hier. Das sieht auch richtig schick aus mit den ganzen Bäumen und so. Finde ich echt eine saugeile Sache hier auch mit diesen Treppen und Brücken und so, wie wir das hier alles gebaut haben. Auch hier oben finde ich, das ist echt geil gemacht. Revi baut ja da oben seine mega riesen Festung. Also der ist da komplett am Durchdrehen auch. So, ich gehe mal eben ganz kurz hier rein. Und, ja, müssen mal schauen, ne, was wir so demnächst noch machen. Wir sind übrigens gestern, wer den Livestream gestern verpasst hat, kann sich auch die Wiederholung noch anschauen. Einfach auf www.twitch.tv/gtimetv gehen und dann unter Videos, da könnt ihr die Wiederholung schauen. Wir sind gestern in so ein Eisbiom gegangen. Junge, das war heftig. Da war so eine riesen Eisklippe, also vom Allerfeinsten auf jeden Fall. Oh, nice. Revi hat hier auf jeden Fall fleißig noch zu Ende gebaut, so wie es aussieht. Richtig, richtig schick. Hier wurde auf jeden Fall noch ordentlich was gemacht. Und ja, also wir werden jetzt in den nächsten Folgen gucken, dass wir auf jeden Fall unten noch die Gebetsstätte weiter ausbauen. Unsere Festung ist auch im vollen Gange hier. Also wir sind echt, wir kommen gut voran. Und hier wird echt eine Menge gemacht und getan und gebaut. Also wir haben schon echt ziemlich groß, was hier uns errichtet. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liebe Freunde, dann lasst doch mal eine positive Bewertung da. Schreibt mir auf jeden Fall mal euer Feedback in die Kommentare, wie ihr meinen Hodor jetzt findet. Also ich finde, das ist jetzt ein wahrer Hodor. Weil Hodor ist ja eigentlich ein Riese gewesen, ne? Und er muss ja auch groß sein hier, ja? Also jetzt, denke ich mal, ist er auf jeden Fall groß. Die perfekte Größe für einen richtigen Hodor, der auch sehr viele Melonen isst. Warum mir ein Arm auf der Seite fehlt, keine Ahnung. Das scheint irgendwie ein Bug von der Mod zu sein oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er den Arm auch nur im Ärmel versteckt, Leute. Das kann natürlich auch sein. ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne heute noch zum Livestream einschalten. 16 Uhr, denke ich mal, allerfrühestens www.twitch.tv/gtimetv. Ansonsten geht's wieder ab Montag ordentlich los oder Sonntagabend. Denn am Samstag und Sonntag habe ich ein bisschen was zu tun. Deswegen ist da auch Stream frei. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keine Folge mehr in Zukunft verpassen wollt und noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne auch noch tun. Oder würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder von Minecraft Empire. Denn wir haben eine Mission, Leute. Im nächsten Part werden wir uns irgendwo hinbegeben oder irgendwas zu tun haben. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, dass Revi irgendwas geplant hatte. Der hatte mir irgendwie erzählt, er wollte jetzt irgendwie so eine Höhle erforschen gehen oder so. Irgendwie sowas in die Richtung, habe ich gehört. Keine Ahnung. Mal schauen, ob ich mitgehe. Ich weiß noch nicht, ob ich da diese Abenteuer mitbestreiten will, wo die zwei Lappen mit an Bord sind. Also, da könnt ihr mir auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das wollte ich sowieso noch mal ganz kurz absprechen mit euch. Leute, schreibt mir mal euer Feedback in die Kommentare, was ihr denn denkt, also, was ihr über die beiden denkt. Kann man denen vertrauen, also Petrit und Mo? Oder sollte ich da weiterhin so vorsichtig sein? Ich traue denen nicht so ganz. Die geben immer wieder Worte, versuchen irgendwelche Aktionen Revi umzubringen. Ich glaube, dass sie irgendwas im Schilde führen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder oder vielleicht heute noch im Livestream. Bis dahin. Tschüss zusammen. Tschüss. Hodor.